Hallo Leute, heute in Physik in 5 Minuten das Weltall. Was ist das hier? Zwei Kreise? Nee, das soll hier sein. Einmal eine, ja, also ein Weltrad. Das ist eine Scheibe. Und auf dieser Scheibe ist nochmal eine kleine Scheibe draufgepackt, hier genau im Zentrum. Und diese kleine Scheibe hat hier den Radius R1 und die große Scheibe hat hier den Radius R2. Und angreifen tut hier in diesem Punkt die Kraft F2. Die können wir gleich mal machen. Hier 3 Newtonmeter und hier die Kraft im Radius R1 greift an die Kraft F1 mit 6 Newton. Mit 6 Newton. R1 können wir auch noch hinschreiben, ist 0,02 Meter. Und R2 ist 0,04 Meter. Ja, und jetzt kann man sich hier ganz easy das Moment berechnen. In welche Richtung geht es? Mit welchem Moment wird quasi auf, also welches Moment wird auf die Welle, wenn man sich vorstellt, hier wäre so eine Welle, auf diese Drehwelle übergeben. Und da kann man sich das M1 ausrechnen. Das ist F1 mal R1 ist 6 Newton mal 0,02 Meter. Das sind 0,12 Newtonmeter. Und hier M2 ist F2 mal R2 ist 3 Newton mal 0,04 Meter. Und das ergibt auch 0,12 Newtonmeter. Und jetzt seht ihr schon, diese Kraft treibt die Scheibe, also diese F2 in diese Richtung und die F1 in diese Richtung. Und da die beiden Momente sozusagen gleich sind, kann man sagen, okay, sie hebt sich auf und das Weltrad bleibt stehen. Da bewegt sich gar nichts. Also ein typischer statischer Fall. Gut, also hoffe, das Video zum Weltrad hat euch gefallen, wie schon gesagt. Könnt ihr aber auch überlegen, was passiert, wenn ich hier noch eine dritte Scheibe dahinter baue, hier mit einer Kraft in diese Richtung. Was weiß ich, wenn das hier 10 cm wären, könnt ihr nochmal rumrennen, funktioniert genau nach dem gleichen Schema. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Physik in 5 Minuten.